So, zwei Sachen. Post bekommen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Geisteskrank. Werde ich bei Twitch auflösen. Jetzt in den nächsten Tagen, wo ich live gehe. Das sind wieder Geschichten, Freunde. Krieg ich zwei Briefe von denen. So, dann habe ich mit Jürgen Milski telefoniert. Kennt man nicht so, aber ist egal. Ist kein guter Freund von mir. Aber man kennt sich, man schätzt sich. Und was da in Zukunft passieren wird, es ist unfassbar geisteskrank. Ich werde nichts sagen. Aber es ist, Gott, was haben wir schon eben gerade wieder gelacht, Milski? Was haben wir gerade wieder gelacht? Also es wird natürlich atemberaubend, aber ich werde es natürlich nicht erzählen. Und er hat einfach einen Schlag und ich nicht. Also, ich habe gerade mit dem Jürgen M. telefoniert und am 19.09. wird es was geben. Das hat die Menschheit so noch nicht erlebt, Freunde. In den Kalender eingetragen. 19.09. Das ist ein Sonntag. Da wird sich auch nichts vorgenommen. Also auch nicht irgendwie, kann ich mittags irgendwie nochmal zu Oma Kaffee trinken gehen? Kann ich nochmal duschen? Nein. Am 19.09. gehört der Tag uns. Dir, Jürgen, mir und den Nerven und den Bauchmuskeln, und ich will nicht zu viel verraten. 19.09. Es wird in Zukunft mehr Infos kommen, aber ich glaube, es wird gut. Dann ist Folgendes passiert: Ich schaue in meinen Postfach rein und ziehe von der Staatsanwaltschaft Frankfurt zwei Briefe raus. Fakt ist, und das wollte ich euch kurz erklären, dass ich im Dezember eine PlayStation 5 gekauft habe oder andersrum kaufen wollte für einen Vorzugspreis von 890 Euro. Eine PlayStation 5 mit einem Controller und keinem Spiel. Und das kam mir recht günstig vor. Den Namen konnte ich auch nicht lesen. Und hab mir dann gedacht, der Anbieter ist seriös, da kaufst du jetzt mal auf jeden Fall die PlayStation für 900 Euro. Und habe ich das gemacht. Und dann war das Geld überwiesen, natürlich nicht mit PayPal, selbstverständlich nicht, weil da wäre das Geld ja versichert gewesen, selbstverständlich nicht über PayPal, sondern einfach nur so. Und dann war das aber eine Bank, die nur im Internet existiert, und dann war das Geld weg und es kam irgendwie die PlayStation 5 nicht. Blöd. Habe ich mir halt für 780 Euro noch eine PlayStation 5 gekauft. Ist ja kein Problem. Wenn die so günstig angeboten werden, kaufst du ja dann halt, weil der erste hat dich beschissen und einfach nicht weggeschickt, kaufst du halt, du kaufst so lange PlayStation, du überweist das Geld, bis irgendeiner halt die PlayStation überweist, verschickt. Also meine PlayStation 5, für alle, die es wissen wollen, war sehr teuer am Ende. Und dann habe ich natürlich bei der Polizei angerufen, habe gesagt, hier, pass mal auf, da, ich glaube, da wollte mich einer bescheißen, können wir da was machen? Ja, müssen wir Dings machen. Wie heißt das? Müssen wir eine Anzeige aufnehmen? Und dann, so, nach 6 Monaten hat nichts passiert, hat die Polizei gesagt, keinen gefunden, wir haben keinen gefunden. Okay, sorry. Und dann wird das Verfahren eingestellt, dann war es das. Also, wer auch gerne PlayStation 5 verkaufen möchte für 1000 Euro, kann das im Internet gerne tun. Vielleicht werdet ihr ja nicht erwischt. Also Jürgen kommt am 19.09. Wir sind zusammen im Fernsehgarten. ZDF-Fernsehgarten am Sonntag. ZDF-Fernsehgarten. So, ich bin der durchs Bild läuft mit nacktem Oberkörper. Nein, ich bin Backstage und gehe da schon live an dem Sonntag. Und danach kommt der von Mainz mit mir hier rüber gefahren. Wir gehen hier runter ins Studio und dann geht es richtig los am Sonntagabend. Also da machen wir ein bisschen Spaß. Wir machen ein paar Reaction-Videos, wir machen ein bisschen Gewinne und dann wird der Milski mit mir zusammen Sendung haben, um mal Twitch kennenzulernen. Milski will vielleicht auch irgendwann mal bei Twitch irgendwas machen. Und wir werden auf jeden Fall, Milski und ich werden auf jeden Fall nicht lachen spielen. Und dieses Spiel wird vorbereitet. Und wir werden natürlich, wenn einer von uns lachen muss, kommt Geld in die Shitbox. Und ihr wisst ja selber, die schon länger mit dabei sind, die Shitbox wird immer am Ende des Monats ausgespielt. Übrigens, aber er hat sich kein bisschen geändert. Sensibel und hässlich ist er.
Jürgen hat gesagt, ich soll mal mitkommen auf seine Beauty-Partys, da würde es viel zu tun geben. Da hat er recht. Hat er recht. Aber ich lass laufen. Ich lass einfach laufen, scheißegal, wo es irgendwann hängt. Hör mal, Schradin, was für eine Beauty-Party? Was redest du da wieder für ein wirres Zeug? Und falls du irgendwann mal auf eine Beauty-Party gehen solltest, ne? Enthauptungen, führ die da nicht durch. Oh Gott, das war witzig. Das war sehr witzig, Milski. Das war sehr witzig, muss ich erstmal beruhigen. Das ist gut, gut war das, Junge, gut. Manchmal passieren einfach Sachen, die kann man eigentlich gar nicht glauben. Ich habe ja am Sonntag mit meiner Band zusammen einen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. Jetzt bekomme ich gerade einen Anruf, dass unser Keyboarder sich beim Heckeschneiden zwei Fingerkuppen weggeschnitten hat. Das heißt, wir haben keinen Keyboarder. Und nun meine offizielle Anfrage an dich, Max Schradin, weil ich weiß, dass du ein guter Keyboarder bist. Und du hast jetzt auch keine Ausrede, denn du wärst ja eigentlich sowieso Backstage mit beim ZDF-Fernsehgarten gewesen. Und nun meine offizielle Frage, kriegst du das bis Sonntag hin, diesen Song auf dem Keyboard zu begleiten? Meine Frage an dich, schaffst du das? Wenn ich dir den Song schicke, hast du genau einen Tag bzw. anderthalb zu lernen und zu üben? Und damit wärst du dann in der Band. Jetzt bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Und komme jetzt bitte nicht mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden. Ein Nein akzeptiere ich nicht, mein Freund. Ich brauche ein Ja. Die Goldene Stimmgabel hat gerade bei mir angerufen wegen deutschem Kulturgut. Wir wollen gerne das Lied haben, weil es so viel Tiefe hat. Ja, ich bin dran, Freund, ich bin dran, aber ich kann dir natürlich nichts versprechen. Das weiß ja jeder Otto. Boah, Freunde, das ist eine Aufgabe. Ich versuch's. Hör mal, Schradin, das war jetzt nicht dein Ernst. Ich kann mich noch erinnern, wo wir zusammen im Hotel gesessen haben vor ein paar Jahren, da hast du am Flügel alle Lieder spielen können. Das hört sich richtig scheiße an. Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe und lass mich da nicht hängen. Da gucken am Sonntag 2,5 Millionen Menschen zu. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ganz ehrlich, Schradin, wenn ich dich schon mal brauche, dann musst du auch da sein. Ich komme vor Aufregung vom Scheiß aus nicht mehr runter. Sag mal, spinnst du eigentlich? Ich versuche mir die Fingerbunden zu spielen. Mit dem Scheiß. Ich habe schon einen Schlaganfall im Daumen, weil ich die ganze Zeit D-Dur spiele. Reiß dich mal zusammen jetzt. Hör mal, das ist mir scheißegal, ob du einen Schlaganfall im Finger hast. Du hast das Ding jetzt zu üben. Und wenn du die ganze Nacht durchübst, ist mir scheißegal. Blamier mich nicht und bitte auch nicht unsere Band, den Rest der Band, mein Freund. Üben, 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 das ist die Devise. Hat's doch in Musik eine 5? Blamier mich nicht und blamier unsere Band nicht. Pass auf. Du hast einen 7er im Lotto, du, das weiß doch jeder Otto. Und jetzt erzählst du mir was von Blamieren oder was? Hör mal, du musst den Text nicht auswendig lernen. Du musst die Noten können. Du musst nur das Lied spielen können. Fürs Singen bin ich zuständig. Verstehst du das nicht? Und jetzt setz dich vor dein Keyboard. Üben, üben, üben. Am Sonntag will ich dich in Topform sehen, mein Freund.